Brechen. Also nicht auf Herr, sondern auf Brechen. Da fahren wir jetzt nämlich hin nach Herbrechtingen und die große Frage ist, lautet es Herbrechtingen oder Herbrechtingen? Wir wissen es nicht. Da könntest du das musikalische Rätsel der Woche daraus bilden? Können Sie sowas spielen? Herbrechtingen oder was? Ja. Selbstverständlich. So sieht's aus. Schon im Bild. Okay, wir sind hier vor dem Kloster in Herbrechtingen, das gleichzeitig die Musikschule Herbrechtingens beheimatet. Und so wie es aussieht, können wir nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen, tatsächlich schon im Frühlingsoutfit kommen, denn es wird immer wärmer. Letztmals im Winterpelz. Tatsächlich der Saal mit diesem Fachwerk, oder? Ja. Und der Bau ist preisgekrönt, sagt er. Der Umbau. Uiuiui. Das viele Glas. Man beachte die Brücke übers Nichts. Wir sind am Flügel, aber wir gehen mal runter und schauen. Die Frau Bleidl ist schon da. Wir können mal den Flügel klauen. Da haben wir schon die erste Besonderheit des Herbrechtinger Flügels. Der hat nämlich zwei Decken. Dem ist offenbar sehr kalt. Ein verfrorenes Exemplar. Nimmt man beide Hüllen gleichzeitig ab? Oder erst die eine, dann die andere? Ich habe mich schon gefragt, macht man beide Hüllen gleichzeitig ab? Ja. Eindeutig noch Elfenbeintasten. Klar, wenn er von 1940 ist. Woran erkennt man das? Erkennt man daran, dass hier auf den Untertasten die Plättchen extra nochmal draufgelegt worden. Das sind zwei Teile, vorne und hinten. Wie klingt? Also, der klingt nicht schlecht, oder? Der klingt sehr schön. Ich finde den sehr, sehr perlig. Das kommt dem Haydn sehr zugute. Aber er hat auch ordentlich Kraft, auch für den Brahms. Erstaunlich, obwohl er ja jetzt nicht der längste ist. Und der Raumklang ist halt auch sehr schön, dadurch, dass es hier oben alles offen ist. Fällt mir übrigens ein, dieses Doppel-M unten, das ist das letzte Doppelzeichen, das Steinway vergeben hat. Danach wird anders gerechnet. Wo denn? Hier unten. Hier unten ist eine Buchstaben-Zahlen-Kombination eingehauen. Hier. Und die verrät uns tatsächlich, die Nummer 400 Doppel-M verrät uns, also Doppel-M ist 1940 oder 1941. Und 400 heißt, das war das 400. Instrument, das in diesem Jahr begonnen wurde. Interessant, bei diesem Flügel sind zum Beispiel in der Gussplatte sind hier 6 Becherhalter. Ja, aber es liegt nur daran, dass hier der Bierhahn fehlt. Das könnte eine Erklärung sein. Ja, Cupholder statt. Es gibt aber auch noch 4 Becherhalterrahmen. Für größere Becher. Herr Meier. Wir unterhalten uns gerade über die Becherhalter. 6 Becherhalter. Es gibt Instrumente mit 4 Becherhaltern für größere Becher. Können Sie da auch noch einen draufsetzen? Und in den 40er Jahren, da gab es ja noch kein elektrisches Licht, da hat man hier die Kerzen reingetan. So sieht es aus.
Oder ist das zum Zigarettenausdrücken?